Schönen Donnerstagabend. So, ihr Lieben, los geht's mit dem nächsten Online-Basteltreff und heute mal total frei. Völlig ohne jeglichen Stempel seit der Woche oder Bastelmarathon oder was auch immer. Also total super. Heute haben wir mal richtig austoben können, so quasi. Ganz nach Gusto. Das ist doch auch einmal was. Schön, ihr Lieben. Nochmal ein liebes Hallo in die Runde. Ihr habt gerade gesehen, jetzt haben auch die Mädels im Chat mich wahrgenommen und dementsprechend können wir dann loslegen. Also, ich habe mir gedacht, heute mache ich mal eigentlich eine relativ einfache und relativ schnelle Karte. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ich habe mal wieder die. Und zwar Wow, habe ich mir dazu ausgesucht. Es ist jetzt, ich muss gestehen, ich habe im Blogbeitrag ein kleines bisschen übertrieben. Aber ich finde die Karten wirklich total zucker. Es ist eine richtige Medal-Karte. Und ich habe mir gedacht, die zeige ich euch gleich. Und zwar schaut sie so aus. Und natürlich ist wieder der Schmetterling drauf. Eh klar, ich liebe dieses Set einfach. Das ist so, so schön. Und seht ihr, wie cool der Hintergrund wirkt? Das ist das Standteil von den Standteilen. Das total bärige, mit dem man da so einen bärigen Hintergrund gestalten kann. Und jetzt kriege ich es da gerade nicht raus. Jetzt hat sich das da unten reingefuchst. Das darf es nicht geben. Also, mit dem Teilchen habe ich den Hintergrund bearbeitet und ich finde total mega. Und ja, ich liebe diese Karte. Also, ich finde total süß. Das ist halt ein richtiger Medaltraum. Und habt ihr gesehen, wie schön das Papier ist? Cool, oder? Das ist ein richtiger rosa Perlmuttpapier. Ist das nicht schön? Wer möchte so ein schönes Perlmuttpapier haben? Wer findet das auch so klasse wie ich? Seht ihr, das schön glimmert und glitzert und schimmert? Ah. Ja, Sittchen, die Schmetterlinge sind auf Nachlieferung, aber das, da warten wir an und das dauert jetzt nicht lang. Ist nicht so schlimm. Die Mann! Die Doris auch, sehr cool. Ich zeige euch halt, wie das geht. Ihr könnt euch nämlich mit jeder x-beliebigen Farbe so ein wunderschönes, perlmuttfarbiges Papier gestalten. Und das schauen wir uns halt an. Das ist halt eigentlich so mein Haupt-Wow, wenn man so will. Oh, total cool. Und außerdem zeige ich euch, wie man so einen coolen Effekt machen kann. Seht ihr das? Dass das da so ein bisschen used ausschaut, wenn man so will. Also so ein bisschen nach altem Papier. Auch dies werden wir uns heute ganz genau anschauen. Und ich würde sagen, dann legen wir auch schon los. Ich weiß, viele sind heute wieder die Couch-Potatoes. Ich glaube, ich bastel wahrscheinlich eher alleinig. Aber finde jetzt weiter gar nicht schlimm. Plaudere hier so mit euch, ist auch total in Ordnung. Und wer Lust hat, gleich mitzumachen, der kann das natürlich gerne tun. Ich werde auf jeden Fall warten, wenn ihr das gern wollt. Wir brauchen zu Beginn auf jeden Fall einmal eine Grundkarte und die schneiden wir uns zu über die ganze A4-Länge auf 14,5 cm. Die Yvonne fragt sich immer noch, was die Löcher oder Punkte sind. Yvonne, das schauen wir uns an heute. Das ist nämlich auch bärig. Und dann falzen wir bei 14,5. Also wir machen heute ja eine quadratische Karte. Und dann lege mir den Bug sozusagen wieder bei 14,5 an. 14,5, nicht 13,5. Und dann schneide ich mir das Ding da ab und dann passt es. Man könnte auch den Arm ausklappen und auf 29 zuschneiden, hätte denselben Effekt. Gut, okay, also damit haben wir jetzt unsere Grundkarte von 14,5 auf 14,5 cm. Wer will, wie gesagt, kann das auch zuschneiden auf 29 cm Länge und einfach bei 14,5 falzen. Ist genau derselbe Effekt. Schön. Okay, dann brauchen wir ein Stückerl Flüsterweiß oder Grundweiß. Bin echt gespannt, wie lange ich brauche, bis ich mich an das Grundweiß gewöhne. Und zwar schneiden wir uns da ein Stückerl zu mit 10,5 mal 10,5.
10,5 mal 10,5. Das ist unser erster Aufleger und dann brauchen wir ein Stückchen in rosarot oder ich stelle mir das auch sehr, sehr schön vor in Babyblau wäre sicher schön. Es wäre sicher Heideblüte wunderschön. Ich könnte mir es auch sehr schön vorstellen in Lindgrün, in Minzmakrone. Also ihr könnt es wirklich in allen Farben sicher ganz, ganz wunderschön machen. Den Farbkarton schneiden wir uns jetzt zu auf 9 mal 9 cm. 9 mal 9. So. Und damit haben wir auch unsere Teile schon zugeschnitten. Wir haben also die zwei Aufleger und die Grundkarte. Und dann brauchen wir natürlich nur ein Reststückchen Grundweiß, um den Schmetterling rauszustanzen. Und bevor wir den Schmetterling stanzen, werden wir uns jetzt aber gleich unser Papier präparieren. Und zwar werden wir uns da gleich das Stanzteil nehmen. Und da nehme ich mir jetzt gerade die große Stanzmaschine, weil 9x9 für die kleine zu breit ist. Da haben wir maximal, glaube ich, 8x8 cm Platz. Daher gehen wir auf die große Stanzmaschine. Und jetzt nehme ich mir den kleinen Teil und lege mir den einfach da drauf. Gerade so, wie ich lustig bin. Ich fange einfach da an einer Ecke an. Kurbel das Ding da durch. Da müssen wir jetzt einfach ein paar Mal hin und her kurbeln. Okay. Hängt gerade da dran. So. Seht ihr schon? Jetzt haben wir da schon die ersten total coolen Hintergrundeinschnitte. Und ihr seht auch, wenn das über die Kante rausgeht, dann ist es da wirklich eingeschnitten. Aber das soll auch so sein. Das ist ganz richtig so. Das ist alles gut. Okay. Und dann lege ich mir das einfach dran. Ganz wurscht wie. Ich lasse das jetzt einfach da runtergehen. Oder fahren wir da hinauf. Oder wie immer. Das ist eigentlich im Prinzip ist sehr egal. Legen wir es da her. Legen wir es da her. Lassen wir es da noch ein Stückchen runtergehen. Also ihr könnt das im Prinzip eigentlich rauflegen und hin und her drehen, wie ihr das gerne wollt. Dann lege ich mir es da oben nochmal an und drehe es wieder durch. Da muss man jetzt halt einfach ein paar Mal hin und her kurbeln, um das Seilchen da drauf so oft eben zu positionieren, dass man sagt, okay, so ist für mich jetzt der Hintergrund schön. Ich will da einfach ein paar so Dinger halt drinnen haben. Nicht? Die Grundkarte, Sonja, hat 14,5 mal 14,5 cm. Schneidet man zu mit 14,5 mal 29 und falzt dann dementsprechend. So. Und einmal lege ich mir es da unten noch her, dass wir da auch noch ein bisschen haben. Und dann, glaube ich, lasse ich es kurz rein. Ich glaube, dann reicht es als Hintergrund-Strukturgebungsding, wie auch immer. So, okay. Damit hat das Teilchen jetzt anständig Struktur gekriegt. Und wenn da dann der Schmetterling drauf ist, dann ist im Hintergrund schön was los. Und jetzt werde ich gleich als nächstes schauen, dass ich das so Perlmuttfarben kriege. Und das mache ich mit unserer, vielleicht da das Papier nehmen wir vom Färben vom Dienstag. Und zwar mache ich das mit unserer Frostweißfarbe. Ihr kennt ja die Farbe in Champagnernebel. Das ist ja die, die wir immer nehmen für den Winkaufstella zum Auffüllen. Und da haben wir aber auch im Katalog nur Frostweiß. Und mit Frostweiß kann man alle Farbkarton ratzfatz in Perlmuttpapier sozusagen verwandeln. Und da nehme ich mir jetzt gerade eins von meinen Pinsel. Oder von meinen Bürstel.
gib da ein kleines bisschen von dem Frostweiß drauf und dann fahre ich da in schnell, das geht dann, muss dann wirklich relativ zackig gehen, fahre ich da in kreisenden Bewegungen drüber. Bisschen vorsichtig sein wäre natürlich gefragt. Und es braucht da wirklich nicht viel. Ich habe mir jetzt da mein Papier ein kleines bisschen gecrasht, aber das macht jetzt nichts, ist nicht schlimm. Da haben wir da noch ein bisschen mehr Struktur sozusagen. Und jetzt seht ihr schon, dass dieser ganz einen wunderschönen Perlmutterschimmer hat. Huch, Vorsicht, Daniela. Und das war's auch schon. Das Pinsel wird am Gericht relativ schnell waschen. Und das kann jetzt einstweilen schon trocken werden. Und seht ihr, was das für einen schönen Perlmutterschimmer hat? Hammer, oder? Und das geht übrigens auch sehr, sehr gut, wenn das Papier vorher geprägt wird. Also mit einem Prägefolder geht das auch total gut. Schaut voll cool aus. So, das lassen wir jetzt trocknen. Deshalb habe ich das als erstes gemacht. Und jetzt können wir uns da um einen Schmetterling kümmern. Und beim Schmetterling möchte ich natürlich den ganz großen, schönen Schmetterling haben, weil der einfach da jetzt total super passt. Der darf da jetzt richtig zur Geltung kommen, sozusagen. Dann lege ich mir da jetzt einfach auf mein Papier. Stanze mir den da zwei, dreimal durch. Da fahre ich schon ein paar Mal hin und her, weil es halt doch recht filigran ist und kleinteilig. Und ich will ja, dass das richtig schön ausschneidet und die Dinger da leicht rausgehen. Und damit hoffe ich, dass es jetzt überall schön geschnitten hat, werden wir gleich sehen. Sonst radeln wir noch mal durch. Okay. Eigentlich nehme ich für die Schmetterling tatsächlich am allerliebsten die Mini-Stanzmaschine, weil die finde ich, die hat zumindest bei mir noch ganz ein kleines bisschen mehr Druck als die große. Und die stanzt einfach total super. Ich liebe die Mini-Stanzmaschine. Die ist überhaupt gefährig, weil sie einfach so leicht ist und sie ist schnell hergeräumt und wieder sehr schnell verräumt. Ist einfach super. Braucht nicht so viel Platz, ist nicht so klobig. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir so eine Mini-Stanzmaschine gekriegt haben. Da war ich schon so happy, wie ich das gesehen habe. Und jetzt bin ich noch viel happier, dass sie da bei mir steht. Ach ja, und das bringt mich jetzt eigentlich gleich zu meinem nächsten Thema, während ich da rausfussel. Und zwar habe ich mir überlegt, vielleicht sollte ich euch schon vorab sagen, was ich jede Woche verlose im Zuge meiner März-Geburtstagsaktion. Habe ich mir gedacht, irgendwie glaube ich, ist das vielleicht gar nicht so uninteressant, wenn man das vorher weiß. Also, am kommenden Dienstag wird verlost die kleine Mini-Stanzmaschine. Also, wer die gerne haben möchte und hofft auf sein Losglück, der kann sich jetzt im Zuge meiner März-Geburtstagsaktion, die übrigens mit Stampin' Up 0,0 zu tun hat, sondern wirklich eine ganz persönliche Verlosungsaktion von mir ist im Zuge meines Geburtstagsmonats, der kann sich da eben qualifizieren für ein Los oder auch mehrere. Und es gibt pro 60 Euro Einkauf ein Los. Und alle, die bestellen, ganz egal, ob sie bei mir per E-Mail bestellen oder WhatsApp oder ob sie im Online-Shop bestellen, ganz wurscht, wie und wo sie bestellen. Also es muss leider bei mir logischerweise sein. Der kommt automatisch in den Lostopf. Also da braucht man sich wirklich gar nicht drum kümmern oder nur mal irgendwie was ausfüllen oder so, sondern das mache ich alles automatisch. Und es wird immer am Dienstag verlost. Und ich glaube, irgendjemand hat einmal gefragt, ob man dann jede Woche bestellen muss. Nein, aber es wird jede Woche der Lostopf geleert. Das heißt, es sind in der Woche wirklich nur die drinnen, die in dieser Woche bestellen. Und das hat einfach den Grund und den Sinn, weil ich damit die Chance erhöhen möchte, für den Hauptpreis der Woche sozusagen. Da geht es mir einfach darum, dass man ja eine gute Chance hat, auch auf den Gewinn, also dass nicht das ganze Monat zusammenfällt, so quasi. Es wird aber am Ende meines Geburtstagsmonats werden nur mal alle Lose in den einen Topf geworfen und ich werde dann nochmal einen Abschlusshauptpreis verlosen. Das heißt,
Es gibt einfach sehr, sehr viele Geschenke. Unterm Strich kann man es genauso sagen. Okay, schön. So. Mittlerweile ist das Papier jetzt eigentlich schon fast trocken. Also es trocknet sehr, sehr schnell. Unser Schmetterling ist auch ausgestanzt. Dann können wir uns jetzt eigentlich schon diesen Teilchen da widmen. Und den bearbeiten wir jetzt einfach mit einer Schere. Nehmen wir jetzt gerade mal die Schere. Und da fahre ich einfach mit der Klinge von der Schere über die Kante vom Papier drüber. Und zwar einfach ein paar Mal. Und ich zeige euch das jetzt einmal von hier. Weil dann seht ihr gleich, da ist jetzt das Papier noch schön. Und wenn ich da jetzt ein paar Mal drüber fahre, seht ihr, wie sich das aufraut. Seht ihr das? Ja, ich glaube, man kann das gut erkennen. Und das mache ich einfach über alle vier Seiten. Ich halte dafür die Schere ein bisschen schräg und ihr spürt das auch. Wenn ihr drüber fahrt über das Papier, das fühlt sich wirklich an. Also man spürt regelrecht, wie man das aufraut, das Papier. Und das könnt ihr wirklich dolle aufrauen. Also das soll da wirklich schon ein bisschen eine Struktur haben, damit das eben dann diesen Effekt hat. Und das geht mit der Schere wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es dauert auch gar nicht lang. Es fusselt ein bisschen und macht ein bisschen Staub. Aber das macht nichts. Strubbeliger Rand, ganz genau, Sittchen. Richtig. So. Einmal noch da über diese Ecke. Und schon ist das Ding fertig. Und schon ist nicht mehr nur einfach ein gerade abgeschnittener Rand, sondern hat einfach ein kleines bisschen Struktur. Die größten Fussel, die da nur dranhängen, die ziehen wir natürlich runter, aber prinzipiell möchte ich natürlich, dass die Fussel da schon ein bisschen drauf hängen bleiben. Das ist ja der Sinn der Sache. Und da, das klebe ich mir jetzt erhöht auf. Und da verwende ich jetzt die ganzen Abschlussteile, die ich mir so aufgehalten habe von dem Schaumstoffbett. Weil da habe ich ja immer wieder mal so Sticker, so Randstücke. Und die verwende ich jetzt einfach so, dass ich die glatten Seiten sozusagen am Rand entlang aufklebe. Ganz egal, wie dick oder dünn die sind, das spielt mir jetzt da gar keine Rolle. Klebe mir da jetzt einfach mal so drauf. So. Dann kürzen wir uns das da hinten ein. Der Teil, der überbleibt, den kleben wir da in die Mitte her. Dann kann man auch da ruhig ein bisschen den Rand abschneiden. Und natürlich auch den verwenden. Den schneide ich mir da einmal gerade. Den kleinen Fussel klebe ich mir da rein. Setzen wir den da an. Da hinten einmal gerade abschneiden, dass das schön sauber ausschaut dann. Und so schneide ich mir jetzt einfach da so Teile runter und schaue dann, dass ich die möglichst an die Kante setze. Das sieht man nämlich dann von außen gar nicht, ob das innen ganz schön gleichmäßig ist oder nicht. Sieht dann kein Fuchs. Und trotzdem gibt uns diese schöne Stabilität. Also das funktioniert sehr gut. Und man hat einmal die ganzen kleinen alten Teile aufgebraucht, weil ich finde, das ist nämlich auch notwendig, dass man die Teile einmal aufbraucht. Das, was da drüber steht, schneiden wir ab. Mal schauen, ob wir da noch irgendwo was ausfüllen müssen. Da haben wir noch so einen kleinen. Den können wir nur da reinbusseln. Und den putzle ich nur da rein. Perfekt. Okay. Schaut schon ganz gut aus. Also ein schmales Stückchen kleben wir jetzt nur da rein. Ich würde es nicht mehr brauchen. Aber ihr seht schon, ich bussel da halt ein bisschen, ne? Und klebe da nur so ein bisschen die Teile rein. Dass das da so schön unterlegt ist, so quasi. Und damit habe ich jetzt mit lauter Reststücke sehr schön meinen Karton unterlegt. Das wird dann überhaupt kein Mensch sehen. Und es tut ja genauso gut seine Sache, weil es ist ja genauso gutes Material, haben wir ja genauso gekauft wie die anderen auch.
Und man hat einmal ein bisschen altes Material aufgebraucht. Bisschen viel zum Abfriemeln, aber das macht ja nichts. Macht ihr das auch? Nehmt ihr auch eure Reststücke? Verwendet ihr die auch brav? So. Und jetzt klebe ich mir das da so ein bisschen oben rechts in den Rand, so dass ich links und oben in etwa gleich viel Abstand habe. So ungefähr zumindest. Ach, aber ich sollte da vielleicht nochmal Schlauchfall reinkleben. Das hätte ich ja jetzt fast vergessen. Das brauchen wir natürlich auch noch. So, komm her da. Und zwar nehme ich mir einfach so ein Stückerl von dem wunderschönen Band, Metallic Geschenkband aus dem Frühlings-Sommer-Katalog. Da haben wir ja das schöne rosarote. Und dann nehme ich mir jetzt einfach ein Stückerl und jetzt muss ich gerade seitenverkehrt denken und klebe mir das da rein. Gib da ein bisschen doppelseitiges Klebeband drauf. So. Dann müssen wir natürlich die Schutzfolie abziehen. Jetzt habe ich da natürlich schon überall den Ding abgezogen. Normalerweise macht man das vorher, macht mehr Sinn. Und dann klebe ich mir da einfach so ein Laschall. Dann kann man das da abschneiden. Dann passt das schon wieder. Und da oben drauf auf diese Lasche gebe ich nur ein ganz kleines bisschen doppelseitiges Klebeband, so dass auch da beim Band sich das schön mit der Karte dann noch verbindet und ich da nicht so quasi eine Luftöffnung habe. So, jetzt aber. Jetzt ist da mein Maschall auch dran und jetzt kann ich es ganz wunderbar da herkleben. So. Tada! Süß, oder? Ich mag ja so Laschall. Oh, ich finde das aber total entzückend. Schön. Okay, der Teil ist vorbereitet. Dann brauchen wir jetzt nochmal unser Schmierpapier, das wir da drunter gelegt haben zum Beperlmutten von unserem Papier. Und jetzt lege ich mir da die Karten drauf. Und jetzt brauche ich ein Stempelkissen. In meinem Fall ist das jetzt Kirschblüte. Da drucke ich mir ordentlich Farbe in den Deckel. Nimm mir einen Wasserdampfpinsel. Verdünn mir da die Farbe mit viel Wasser. Und versuche aber viel Farbe in das Wasser reinzumischen. Und jetzt, also das gerade mal in Sicherheit bringen. Jetzt nehme ich mir gerade einfach irgendeinen Stift oder was und versuche da gerade ein paar Spritzler drauf zu tragen. In die obere Ecke und in die gegenüberliegende untere Ecke. Sprutzli da ein bisschen drauf. Das reicht schon. So in etwa reicht das schon. Und dasselbe mache ich auch noch beim Schmetterling. Auch der kriegt ein paar Spritzler. Das ist ein bisschen schwieriger mit dem Schmetterling, weil der so wenig Fläche hat und meine Spritzler gehen dann meistens irgendwo hin, nur nicht da, wo ich sie haben will. Habt ihr das auch? Kennt ihr das auch, dass eure Spritzler woanders hinfliegen, als ihr das haben wollt? Faszinierend, oder? Alles ist immer voller Spritzer, nur nicht das, was ich haben will. So, damit kann die Schutzfolie wieder weg und wir haben das auch schon erfolgreich abgeschlossen. Und da schnell ein Wasserdampfpinsel wieder sauber machen. Gleich wieder raus mit der Farbe. Einfach rausdrücken in eine Küchenrolle rein. Dann passt es wieder. Dann ist der wieder schön sauber. Okay, und dann nehme ich mir gleich meinen Spruch. Und meinen Spruch stemple ich mir jetzt gleich daher. Und da habe ich mich entschieden, dem Herzen fern, dem Auge fern, dem Herzen nah. Finde ich nämlich total entzückend. Und den stempel mir da jetzt gerade drunter. In etwa da so her. Tada! Schaut doch einfach süß aus. Und ich finde, dass die Schriftart von den Stempeln aus dem Zauberhafte Grüße, ich finde, dass diese Typografie total schön zu dieser Art von Karten passt. Ja, und jetzt haben wir eigentlich nur noch ein bisschen an Dombo auf unser selbstgemachtes Perlmuttpapier draufgeben. Natürlich da auch drüber fahren über die Teile, die da den Einschnitt haben, eh klar.
Wir wollen ja, dass das alles dann gut klebt. Und dann können wir das auch schon da drauf setzen, so in etwa mittig. Da dann vorsichtig bei den Schnitten, dass man da nicht rausdruckt. Und zuerst ein bisschen locker drauf drücken, ein kleines bisschen anziehen lassen und dann kann man immer noch mal drauf drücken. Aber ihr seht schon, in der Zeit, wo wir jetzt alles das andere gemacht haben, hat jetzt da das Perlmuttpapier schön trocknen können. Und wir können es jetzt sehr, sehr gut verarbeiten. Ja, und jetzt brauchen wir wirklich nur noch hinten drauf ein kleines bisschen Dombo auf den Schmetterling und den dann da draufsetzen, mittig ungefähr. Ein bisschen mit dem Falzbein in der Mitte andrücken, dass der da schön anklebt. Durch die Farbe braucht der jetzt einen Moment länger als normal, bis er anklebt, klebt aber dann sehr gut. So. Ja, und dann braucht man nichts anderes mehr da, als ein paar Steinchen draufzusetzen. Das können jetzt ganz normale Glitzis sein oder so wie in meinem Fall. Ich habe da noch so alte Glitzis, die ein bisschen rosa sind, also in einer früheren Serie. Man kann sie aber auch mit einem rosa, also die weißen Glitzis kann man auch mit rosa Stampin' Blends anmalen. Dann hat man auch rosa Steinchen. Und die setze ich mir jetzt da gerade her, an jede Ecke. Platziere ich mir da jetzt gerade so drei Stückerl. Und dann passt das. Dann ist meine Karte für heute schon fertig. Also ihr seht schon, das war halt jetzt echt eine ganz, ganz, ganz geschwinde Karte. Aber ich finde total mega, oder? Ist die nicht wunderschön? Ah ja, der Yvonne habe ich noch versprochen. Ich zeige ihr, wie das funktioniert mit den Löchern, was da rauskommt. Das zeige ich euch jetzt natürlich auch noch schnell. Mit diesem da, das ist auch ein total bäriger Hintergrund. Im Prinzip, Yvonne, dasselbe wie bei den Einschnitten. Das funktioniert eigentlich ganz gleich. Ich lege mir die als Hintergrund, ganz egal, wo ich sie eben drauf haben will, hin. Und dann drehe ich das durch die Big Shot durch oder durch die Stanzmaschine. Und dann habe ich praktisch alles so Hintergrundlöcher. Das ist eigentlich derselbe Effekt wie bei dem, nur dass man halt da die Einschnitte hat und da hat man halt dann so Löcher als Hintergrund. Also da geht es genau um dasselbe, dass man einfach dem Hintergrundpapier ein bisschen mehr Struktur gibt. Und da in dem Fall eben in Form von Löcher. Ich finde total lässig, oder? Wie das cool ausschaut. Doch total bärig. Ja, so schaut das aus. Okay, irgendeine Frage? Wie süß, Sigrid. Edle Karte, die mag man nicht verschicken. Ja, die stimmt irgendwo. Und wissen Sie, was ich mir jetzt gerade letztens gedacht habe? Sigrid, ich habe nämlich bei mir in meinem Bastelzimmer oder in meiner Bastelecke, ich habe ja kein Bastelzimmer, ich habe ja eine Bastelecke und da habe ich eine Uhr hängen und in der Uhr haben 4 Postkarten Platz. Und glaubt es oder glaubt es nicht, aber in der Uhr, glaube ich, hängen schon seit 7 Jahren die gleichen Postkarten drin. Also eigentlich ja mega peinlich, man darf das gar nicht laut sagen. Aber ich denke mir schon gefühlt seit einem Jahr, ich müsste einmal für die Uhr 4 schöne passende Karten basteln, so dass das wieder ein netter Effekt ist. Und ich glaube, ich muss das jetzt dann einmal machen. Ich glaube, ich muss das jetzt dann einmal machen im Zuge vom Basteln mit euch oder so, weil das kriege ich eh wieder nicht dazu. Aber ich glaube, das reise ich jetzt dann einmal echt an. Das werde ich jetzt dann angehen, dass ich da so 4 passende, aufeinander abgestimmte Karten mache. Also wundert euch nicht, wenn wir jetzt dann einmal so eine 4er-Serie machen. Dann ist das für meine Uhr. Und ich zeige euch dann, wie die Uhr ausschaut, wenn das dann eingebaut ist. Na, wisst ihr, warum mir das so ein Anliegen ist, dass das einmal wieder richtig nett ausschaut. Jedenfalls für sowas war das natürlich dann der totale Knaller, nicht? Aber ich finde das auch, also mir gefällt das auch unfassbar gut. Ich finde es so schön, oder? Aber es macht dann schon Spaß. Auf der anderen Seite ist es dann wieder so, wenn ich das dann jemanden schicke, den ich gern mag, dann hat man doch da wieder Freude, oder? Wenn man weiß, man, der hat jetzt echt was wirklich Schönes gekriegt.
Okay, schön. So, was haben wir denn da noch für eine Frage? Die Rena schreibt gerade, die Löcher kann man auch gut nehmen, wenn man keine Spritzer machen möchte. Stimmt, einwandfrei. Super Idee, auch mit den Löchern statt Spritzer. Ah, die Sittchen fragt, ob die weiße Farbe, nein, das ist nicht dieselbe, also es ist dieselbe Art von Farbe, aber ihr seht schon, die ist weiß und die für den Wink auf Stella, die ist so Champagner. Also die ist, wirkt jetzt da gräulicher oder goldiger. Die nehmen wir mal für den Wink auf Stella, weil die einfach mehr glitzert, schimmert. Und die hat eben das Frostweiß und das Frostweiß macht so Perlmutt-Schimmer. Von daher die für so einen Hintergrund und die für den Wink auf Stella. Okay, was haben wir noch? Gerhard schreibt Geburtstagsaufgabe. Gerhard, bitte noch eine Frage dazu zur Geburtstagsaufgabe, dann kennen wir aus, außer es wohnt nicht für mich. Okay. Die Rita fragt, ob es irgendwo Umschläge zu kaufen gibt oder ob man sie selber basteln muss. Rita, es gibt von Stampin' Up! C6 Umschläge, heißen die. Ich zeige euch die mal schnell. Die schauen so aus. Ja. Die kann man genauso in so einem 40er-Backtel. Also da sind 40 so Umschläge drinnen. Und die haben genau die richtige Größe für unsere 10x14,5 Karten. Also da passen die genau rein. Wenn ich jetzt natürlich so ein Maß habe wie heute, dann brauche ich ein quadratisches Kuvert. Sowas kaufe ich dann immer bei einem Bürobedarf. Sowas wie ein Bargro Libro, so eine Bürogeschichte halt. Da gibt es eigentlich immer irgendwie so Kuverts, die was halt so quadratisch sind. Aber für meine normalen Karten zum Verschicken, wenn ich zum Beispiel die Karten, die wir letztens bastelt haben, sehe ich schon, die passt da natürlich ganz, ganz, ganz super rein. Und da verwende ich eigentlich immer die C6 Kuvert. Die sind wirklich super. Da haben die Karten ganz schön Platz da drinnen und mit denen kann man es ganz, ganz super verschicken. Also die liebe ich sehr und das ist natürlich fein. Erstens einmal haben sie komplett die gleiche Farbe, das lobe ich mir ja schon voraus, also mal total. Und zweitens kann man die ja ganz, ganz super bestempeln. Also meine Karten, die ich verschicke, die haben fast immer auf dem Kuvert auch noch irgendwie was Nettes drauf. Also wenn ich es halt irgendwie zeitlich da tue, dann baue ich da noch irgendwie was Nettes drauf. Und da sind natürlich die C6-Kuvert total super. Die Karten in der Uhr, ja, das ist eine Geburtstagsaufgabe, einwandfrei. Das wäre echt so eine Geschichte. Vielleicht mache ich das, nein, das geht jetzt am Ostermarathon nicht. Apropos Ostermarathon, ihr Lieben. Wir haben ja am Samstag Ostermarathon und ich hoffe ja, dass ganz viele von Ihnen am Start sein werden. Und da gibt es um 8:30 Uhr das Auftaktvideo von mir. Das heißt, da werde ich um 8:30 Uhr live auf meinem Kanal sein und werde euch alles erzählen zum Ostermarathon und wie alles so funktioniert und wie genau der Ablauf ist. Und um 8 Uhr früh, also eine halbe Stunde bevor ich live gehe, werden schon die Blogbeiträge online gehen. Also es wird meiner um 8 Uhr online gehen. Ich vermute mal auch der von der Karina. Ich vermute auch der von der Daniela Burger, also zauberhaft stempeln. Auch von der Yvonne denke ich, dass der Blogbeitrag um 8 Uhr online gehen wird. Und in all unseren Blogbeiträgen finden Sie schon die Maße zum Zuschneiden für die Projekte. So, dass man schon ein bisschen vorab zuschneiden kann. Das Erste, was man sich natürlich zuschneidet und vorbereitet, ist das von der Yvonne. Die Yvonne wird um 9 Uhr mit dem Video starten. Und keine Bange, es sind ja alle Videos, bleiben ja im Netz. Das heißt, auch wenn man jetzt nicht auf Punkt 10 Uhr oder Punkt 11 Uhr das schafft mit Zuschneiden, dann ist das gar nicht tragisch. Dann startet euer Video halt ein paar Minuten später. Es geht ja nur um die Zeit online. Also von daher alles gut. Okay. Die Maggie fragt noch, ob es eine Alternative zur Schimmerpaste gibt. Zu der weißen, zu der da, Maggie. Wenn ja, dann nein. Leider gibt es da keine Alternative dazu, zumindest keine, von der ich weiß. Leider nein. Okay.
Schön. Gut, ihr Lieben, hat irgendjemand noch eine Frage? Frage zur Karte, Frage zum Basteln, Frage zum Ostermarathon. Macht nichts, Rina. Am Sonntag kann man auch noch basteln. Kein Problem. Geht am Sonntag auch noch. Also für unseren Marathon kann man bis zum Montagabend noch basteln. Also da habt ihr Zeit am Samstag, am Sonntag und am Montag. Und da, also in diesen 3 Tagen, und die, die in diesen 3 Tagen basteln, das erzähle ich aber am Samstag nochmal genau, die können mitmachen an der am Ostermarathon-Gewinnspiel. Ja, Zeit hat man am Samstag, am Sonntag und am Montag, Siedchen. Schön. Die Gerlinde sagt gerade, sie würde Seidenglanzpapier nehmen, an die Maggie gerichtet. Das geht natürlich, Gerlinde, aber dann muss man Seidenglanzpapier, wenn man es farbig haben möchte, also wenn es jetzt zum Beispiel rosa sein soll oder lila oder grün, dann müsste man das Seidenglanzpapier mit der Stempelfarbe einfärben. Also zumindest, falls die Maggie das überhaupt so meint, dass sie da irgendwie das Papier farbig haben möchte. Wenn Sie es in cremig, ganz leicht cremig haben möchten, als Seidenglanz natürlich eine super Idee. Gut, ihr Lieben. In dem Fall ist es das von mir heute gewesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in dem Fall am Samstag wieder um 8:30 Uhr und dann um 20 Uhr am Samstag. Okay, schön, ihr Lieben. Ich wünsche allen einen schönen Abend und falls sonst irgendwelche Wünsche sind, dann bitte jederzeit bei mir melden. Tschüss, Baba, ihr Lieben, bis zum Samstag.